Also auch das kommt jetzt direkt auf der Navigation bei den Schiffen drauf, sodass die genau wissen, wo diese Fronten sind. Denn wenn wir jetzt eine Front gefunden haben, und ich müsste das von oben erklären, wie das Ganze aussieht, das ist extrem schwierig. Und hier sehen die Leute sofort, um was es sich dreht und können es entsprechend dann die Schiffe auch navigieren. Und jetzt die aktuellen Temperaturdaten. Die aktuelle Temperatur ist ein paar Zentigrad höher als die vom letzten Durchflug, oder wie? Ja, das liegt aber auch daran, das muss man auch beachten. Man sieht hier, die Felder sind etwas kleiner als die anderen. Wir haben also geringere Höhe. Ja. Und wir messen ja nicht nur die Temperatur unten im Wasser, sondern wir messen auch alles, was zwischen dem Instrument liegt und der Wasseroberfläche. Oh. Das heißt, der Atmosphäreneffekt ist etwas geringer, weil wir eine andere Flughöhe haben. Und das müssen wir nachher korrigieren im Nachhinein. Das ist die erste Karte, um Eindruck für uns an Bord zu bekommen. Das ist nicht das endgültig verarbeitete wissenschaftliche Bild. Ja, ja, ja. Aber deswegen ist da ein scheinbarer Temperaturunterschied. So schnell hat sich natürlich nicht angepasst. Ja.